Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch zeigen, dass man die Hagebutte auch roh verzehren kann. Wie das funktioniert, das zeige ich in diesem Video, also bleibt dran! So sieht sie aus am Wegesrand, die Hagebutte. Ein kahler Ast mit roten Früchtchen, wo ehemals Rosen dran waren. Denn die Hagebutte ist quasi die Frucht von Rosensträuchern, Rosengewächsen. Da gibt es ja ganz verschiedene da draußen. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Hagebutten. Doch egal, welche Hagebutte ihr dann am Ende pflückt, die sind alle ungiftig. Ich habe jetzt hier eine typische Hagebutte in einer länglichen roten Form. Und es hat draußen schon gefrostet, denn die Hagebutte könnt ihr erst roh verzehren, wenn es schon draußen gefroren hat. Am besten nicht nur einmal, sondern schon mehrfach. Also wenn richtig tiefer, kalter Winter ist und ihr nicht mehr ohne Wollpulli aus dem Haus könnt, dann wagt euch dran an den Hagebuttenstrauch. So, und jetzt könnt ihr dennoch nicht immer alle Hagebutten essen, denn manche Hagebutten sind immer noch ganz hart. Ihr seht, da packe ich drauf, da passiert gar nichts. Knallhart. Und diese etwas dunkle Hagebutte hier unten, die ist jetzt richtig weich. Und wenn ich da drauf packe, dann lässt sie sich wie eine Traube zusammenmatschen. Und nur diese dunkle, nicht so attraktive Hagebutte, die kann ich jetzt verzehren. Die ist reif für mich. Es gibt auch etwas rötlichere, weiche Hagebutten. Also die müssen nicht unbedingt dunkel sein, aber es sieht halt rosinenartiger aus. So, und wie verzehrt ihr das Ganze jetzt ganz genau? Innen hat die Hagebutte ziemlich viele Kerne und die Nesseln. Also die würde ich euch nicht empfehlen, weder mit den Fingern noch mit der Zunge anzupacken. Wenn ihr also vorsichtig sein möchtet, nehmt ihr ein kleines Messer und schneidet das letzte hintere Viertel oder Drittel. Ihr merkt das dann an der Frucht, wann die Kerne beginnen, schneidet ihr ab und das könnt ihr in den Mund nehmen und essen. Und dieses bisschen ist super reich an Vitamin C, an Pektin und auch an Antioxidant Lycopin. Wenn ihr dann etwas mutiger seid, könnt ihr das Messer auch weglassen und einfach eine reife Hagebutte in die Hand nehmen und das Ende, also das, was am Baum hangt, mit in den Mund nehmen und ganz vorsichtig auslutschen beziehungsweise mit den Zähnen nachhelfen, dass das Mousse, was jetzt auch wirklich wie Hagebuttenmousse schmeckt, nur halt säuerlicher, weil ihr keinen Zucker dabei getan habt, logisch, aussaugen. Sehr, sehr lecker. Diesmal hatte ich auch einen Kern dabei. Also seid vorsichtig, die Kerne sind jetzt nicht giftig, aber die könnt ihr halt nicht so weder beißen noch sonst wie verdauen. Ich habe mir aber sagen lassen, es gibt Leute, die sammeln die Kerne, müsst ihr dann vorsichtig sein beim Berühren, trocknen die und machen daraus einen Tee. Also dann kann man einfach die trockenen Kerne, die man dann zum Beispiel gedörrt hat im Ofen oder Dörrgerät, in heißes Wasser aufgießen und trinken als Tee. Es ist jetzt nicht wirklich viel dran an so einer Hagebutte, aber das bisschen reicht schon, damit ihr gut durch den Winter Vitamin C versorgt seid, denn rein prozentual gesehen ist der Vitamin C-Anteil höher als bei einer Orange. Haltet an, wenn ihr wieder mal eine Hagebutte auf dem Fahrradweg erblickt und lasst sie euch schmecken, zumindest dann, wenn sie schon weich ist. Bleibt gesund, meine Lieben. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! Oh yeah. If you listen to your inner voice, you don't have a choice. Ah!